bin Mel und ich mache den Sonntag bei The Nosy Rosie, zumindest seit dieser Woche. Unser aktuelles Wochenthema ist, wo treffe ich am besten Frauen und wie sollte ich sie ansprechen? Ja, zunächst, Frauen trifft man überall. Aber das, worauf es, glaube ich, beim Wochenthema ankommt diese Woche, ist, wo man am besten jemanden kennenlernen kann, mit dem man entweder ein bisschen Spaß haben kann oder vielleicht auch jemand für eine ernsthafte, lange Beziehung. Und zwar ganz lesbenbezogen. Also, wo lerne ich eigentlich Lesben kennen? Das Erste, was mir dazu eingefallen ist, ist natürlich ganz klischee-mäßig die Disco. Allerdings bin ich selbst kein großer Fan davon, potenzielle Sexualpartner in einer Disco kennenzulernen. Die Sache ist, dass man in der Disco nur einen ziemlich oberflächlichen Eindruck gewinnen kann von den Leuten. Und ich meine, die Tatsache, dass man lesbisch ist, qualifiziert einen ja nicht dafür, dass man wirklich auch auf irgendwie 100% der anderen Lesben steht. Für mich ganz besonders wichtig, wenn ich jemanden kennenlerne, ist herauszufinden, ob man auf einer ähnlichen Wellenlänge ist. Klar ist die Optik wichtig, also gerade wenn es vielleicht auch nur für ein Abenteuer ist. Aber für mich viel wichtiger, um intensive, erotische Momente zu haben, ist, ob man tatsächlich auch intellektuell so ein bisschen auf einer Wellenlänge ist. Und gerade wenn es auch dann darum geht, eine Beziehung zusammen zu haben oder jemanden halt fürs Leben zu suchen oder für zumindest die nächsten Wochen, Monate oder Jahre, zählen innere Werte, Lebenskonzepte und sowas viel, viel mehr als optische Werte. Und gerade in der Disco ist das eher schwierig herauszufinden. Am besten zum Kennenlernen finde ich immer noch das ganz, ganz traditionelle Freunde von Freunden kennenlernen. Die Leute, mit denen man befreundet ist, teilen meistens Hobbys mit einem oder man hat eine sehr gute Gesprächsebene zusammen. Und dementsprechend ist es auch sehr wahrscheinlich, dass Freunde von Freunden ebenfalls Interessen teilen. Wenn man jetzt aber nicht Zeit hat, irgendwie großartig immer diese Freunde von Freunden treffen und kennenlernen Geschichte zu machen, weil man irgendwie einen sehr, sehr arbeitsreichen Job hat gerade oder irgendwie in der WG wohnt mit Leuten, mit denen man viel unternimmt, dann finde ich tatsächlich das Internet einen ziemlich guten Ort, um erstmal so einen ersten Check zu machen, ob jemand vielleicht mit einem auf einer Wellenlänge liegen könnte oder ob jemand ähnliche Interessen oder Hobbys teilt. Die Jen hat ja auch schon von Leserion erzählt. Das ist ja eine riesengroße Lesben-Community, die den Vorteil hat, dass man vollkommen kostenlos andere Leute kennenlernen kann, die Profile angucken und auch Kontakt aufnehmen. Es gibt natürlich auch noch ein Premium-Account-Ding dort, aber den muss man nicht nutzen und auch ohne ihn zu nutzen kann man neue Leute kennenlernen, weil es auch viele Interessengruppen gibt. Also es gibt zum Beispiel Gruppen für lesbische Künstlerinnen, es gibt Gruppen für Frauen, die etwas mehr auf den Rippen haben, wie ich zum Beispiel. Es gibt Gruppen für die L-Word-Fans, es gibt alle möglichen Sorten von Gruppen. Und dadurch kann man schon mal so eine Art Vorauswahl treffen und so gucken auch, kommt irgendwie jemand aus der gleichen Stadt wie ich oder zumindest aus der gleichen Umgebung. Und dann ganz, ganz gezielt Leute ansprechen, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass man zumindest so rein von den Interessen her auf einer Linie ist. Genauso wie Jen bin ich da auch der Meinung, dass man auf jeden Fall von sich ein Profilfoto reinstellen sollte, weil Profile ohne Bilder einfach völlig uninteressant sind und so ein nettes, sympathisches Lächeln einen einfach dazu einlädt, mal Hallo zu sagen und hey, ich habe dein Profil gesehen, ist echt cool, was du schreibst oder hey, wir lesen ähnliche Bücher, hast du das und das neue Buch von der und der Autorin schon gelesen? Ein besonderes Anliegen ist mir dabei, dass einige Dinge, die eigentlich Common Sense sein sollten, im Internet manchmal nicht so ernst genommen werden wie im realen Leben. Und zwar ist es mir mal passiert, dass ich mich mit einer
ganz gut verstanden habe. Wir haben uns auch häufiger hin und her geschrieben, haben auch mal telefoniert und so. Und dann wollten wir uns mal treffen und hatten auch schon einen Tag festgelegt. Und dann war aber viel los und ich kam kaum ins Internet, weil ich einfach furchtbar viel zu tun hatte für mein Studium. Und hatte aber diesen Tag noch im Hinterkopf und habe mir den auch extra freigehalten. Und habe dann 24 Stunden vorher versucht, mit derjenigen Kontakt aufzunehmen. Und die war völlig unerreichbar. Ihr Handy war aus, ich habe ihr auf einer B gesprochen, sie hat nicht zurückgerufen und so weiter und so fort. Und später habe ich dann erfahren, dass sie irgendwie dachte, weil wir ja keine feste Uhrzeit ausgemacht haben und keinen festen Ort, wo wir uns genau treffen, dass wir eigentlich gar nicht richtig verabredet sind. Und sie war halt eben eine Zeit lang bei, keine Ahnung, ihrem Bruder, ihrer Familie, wo auch immer, weswegen sie den AB nicht abgehört hatte und so. Und ich muss sagen, dass ich das eigentlich ziemlich dreist finde, wenn man eine Abmachung macht ja, und sich dann irgendwie nicht dran hält, wenn man irgendwie denkt, ja, so fest abgemacht ist das eigentlich gar nicht. Und ich muss sagen, das ist ein absolutes No-Go. Das geht gar nicht. Danach tendiert der Wunsch, sich nochmal zu treffen, gegen neu. Ebenfalls absolutes No-Go ist, ein erstes Date zu haben, ein zweites, ein drittes, vielleicht sogar ein viertes Date oder auch nach dem ersten Date schon zusammenzukommen. Und wichtige Kleinigkeiten im Leben einfach nicht zu erwähnen, weil sie ja die Chance minimieren könnten, dass man eine Frau kennenlernt und direkt mit ihr zusammenkommt. Kleinigkeiten wie: Ich habe noch einen Freund, mit dem ich fest zusammen bin, seit Jahren. Spielt mit offenen Karten. Wenn ihr bisexuell seid oder pansexuell und noch irgendwie mit jemand anderem zusammen seid, egal ob das jetzt eine Frau ist, ein Mann oder irgendetwas dazwischen, sagt es. Ja? Also die Leute, die offen und tolerant sind und sich auf ungewöhnliche Beziehungen einlassen. Die werden sich auch darauf einlassen, wenn sie das von vornherein wissen. Diejenigen, die sowas partout nicht gut heißen, die werden ein Riesenproblem damit haben, sobald sie es erfahren. Und ihr könnt euch absolut sicher sein, dass so gravierende Kleinigkeiten auch durchkommen irgendwann. Man merkt, wenn etwas nicht stimmt, oder wenn es irgendwelche Ausreden gibt, die nicht wirklich begründbar sind. Ja? Man merkt, wenn jemand flunkert die ganze Zeit. Erzählt auch bitte nicht sowas wie: Ja, ich hatte schon eine Beziehung, oder ja, ich habe schon ganz viel Erfahrungen mit Frauen, wenn es nicht stimmt. Das ist eigentlich etwas, was absolut verzweifelt wirkt. Und es gibt eine Sache, die neben gutem Benehmen und einer offenen Art beim ersten Date total wichtig ist. Und das ist, nicht verzweifelt zu wirken. Duni hat das ja auch schon gesagt, was ganz, ganz schlecht ankommt, ist, wenn man auch total frustriert wirkt. Das heißt, wenn man zum Beispiel über die Ex ständig redet, die schlechten Erfahrungen, die man mit ihr gesammelt hat, über schlechte Erfahrungen bei vorhergehenden Dates mit anderen Frauen und so. Wenn das alles total frisch wirkt, wirkt das einfach total frustriert und wie jemand, der keine Lebensfreude finden kann. Ja? Und ich meine, wer will schon mit jemandem zusammen sein und viel Zeit verbringen, der null Frustrationstoleranz hat, ja? Und ständig pessimistisch durchs Leben geht? Ehrlich? Ich glaube, niemand. Ich würde dich unsympathisch. Meine Freundin sagt übrigens, ich wäre ganz schön hart. Wichtig ist, dass ihr einfach offen wirkt, dass ihr interessierte Fragen stellt, dass ihr auch ein bisschen was über euch erzählt, womit ihr euch eure Zeit so verbringt. Das war Mädels Wort zum Sonntag. Ciao!